Das ist ja schon ein bisschen billig, was ich hier gerade mache. Aber naja. Sehr gut. Sehr gut, Kollege. Sehr gut. So, da lass mal gerade schauen, was wir noch so auf der Map haben. Was er noch so Feines machen kann. Als da wären. Oh ja, genau. Checkpoint. Rennen, was wir bis jetzt noch gar nicht so gemacht haben. Das ist jetzt quasi durch die Punkte fahren. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Ist ja von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Ich weiß nur, dass oben eine Zeit runterläuft und ich muss so und so viele Kontrollpunkte passieren. Aber ob es jetzt so ist, dass ich alle in der Zeit passieren muss oder ob ich dann Zeit dazu bekomme, wenn ich einen passiere. Das weiß ich auch nicht. Also, ich bekomme Zeit dazu. Dann wäre das auch geklärt. Hier einmal durchs Eiscafé. Weil kurz vor der Wand stehen geblieben. Beziehungsweise wieder weitergefahren. Wir haben jetzt noch mehr Zeit übrig, als wir mit am Anfang gestartet sind. Moment. Wir haben jetzt mehr Zeit, wie die Zeit, mit der wir am Anfang losgefahren sind. Ich glaube, das macht immer noch keinen Sinn. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1,30 und wir sind losgefahren mit 50 Sekunden oder so. Die Macher von dem Spiel wussten halt einfach nicht, dass da irgendwann mal so ein Pro-Gamer kommt und den hier allen so wegfährt. Das war der 5 von 6. Oh je. Und das ist das Ziel. Jawohl! Ich hab dominiert. Ach ja, war ja irgendwie klar. Und das haben wir verbessert, den In the Zone Bonus. Alles klar. Hey, ich hab da was für dich, Mann. Ein paar Wagen, die wir uns unter den Nagel reißen wollen. Fahr mal zur Southside, mal sehen, wie es da läuft. Okay, Kollege, ich fahr zur Southside. Southside. Alles klar.
Bring den Wagen in einem Stück zur Werkstatt. Dann können wir über einen Job sprechen. Ich riskiere ganz schön was mit dir. Und manche Risiken mag ich gar nicht. An alle Streifeneinheiten. Gestohlenes Fahrzeug im Autobahn-Autohaus. Der Verdächtige ist direkt durch das Schaufenster gefahren. Oh oh. Häng die Bullen ab, bevor du den Wagen rüberbringst. Zentrale. Danke. NCIC-Status des Code-6-Fahrzeugs positiv. Halt ihn an. Verdächtiger sitzt in einem silbernen Sportwagen. Für mich sieht er eher schwarz aus, aber okay. Ich bin 10 Ziele nass mit einem Fahrer, der nicht anhalten will. Alle Einheiten, die Behörden auf Alarmstufe 5. Ist nach Osten unterwegs. Mann, du kannst den Wagen nicht abliefern, wenn diese Affen hinter dir sind. Oh ja. Meine Streife fängt an zu qualmen. Ich kann nicht sehen, ich sehe nicht mehr. Ich kann nicht von der Straße drängen. Da traf ich. Ich lege jetzt los. Alter. Gib mir alle Einheiten, die ihr habt, und schafft die Zivilisten von der Straße. Der Typ ist gefährlich. Roger. Verstärkungseinheiten sind unterwegs. Sehkontakt verloren. Check seine letzte 20. Das ist tatsächlich noch nicht verloren. Da vorne ist er. Alter, du musst die Bullen loswerden. Ja, ja, ja. Warte mal. Er tritt voll auf die Bremse. Seid vorsichtig. Gerade mitten durch das Gebäude gefahren. Verstanden. Schicke den Rettungsdienst los. Haltet durch. Könnten die sich jetzt mal verpissen? Alle Einheiten im Umkreis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung auf dem Crosslope Expressway. Absperrung erfolgt eng um das... Mann, diese Cops hast du ja gut beschäftigt. Den Leuten gefällt, was du so machst. Bleib dran, Alter. Du hörst von uns. Jawohl, wird mal 11.000 Asche abgecasht, oder? Cool. Ah, hier ist die Werkstatt und da habe ich auch das letzte Mal diesen Wagen stehen sah. Mustang, der Mustang. Was steht da noch? Keine Ahnung, kein Schädiger. Okay, mal gucken, was die Map sagt. Okay, die Map sagt... Hoppala. Map sagt, hier ist ganz neue, schöne, viele Dinge. Wie dieses Sachschaden. Sachschaden-Event. Das demolieren und dann abhauen. Achtung, Streifeneinheiten. Uns wurde mindestens ein Code-6-Fahrzeug gemeldet. Polizei hat Verfolgung aufgenommen. Verfügbare Einheiten ausrücken und umgehend zum neuen Einsatzort begeben. Na ja. Genauen Typ melde ich gleich. Nice. Der Verfolger, der Flüchtige ist extrem rücksichtslos. Richtet hier eine Menge Schaden an. Herr, muss ich ja auch, du. Verstanden. Wir schlafen über Schäden und Verletzte durch. Für den Sinn von dem Sachschaden, würde ich sagen. Habe Sichtkontakt zum Code-6-Fahrzeug verloren. Ich glaube, Sachschaden an meinem eigenen Fahrzeug zählt. Oh, Baller. Das reicht meine letzte Meldung. Ich habe ihn gerade eingeholt. 10:42, 10:42. Und auch nochmal 100 hier. Boah. Sie besitzen beim Unternet nette Verfolgung fort. Schon. Ah. Put. Upsa, was haben wir jetzt gemacht? Okay. So.
an alle. Bitte Lagemeldung. Wir machen weiter Druck. Bleibt auf dem Band. Na gut, wenn die mir kaputt gehen wollen, muss ich halt hier so kleinen Teilen machen. Und jetzt noch abhauen. Bleib dran, nicht. Er ist von der Straße abgebogen. Wiederhole, er hat die Straße verlassen. Sichtkontakt verloren. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet, unterwegs nach Richtung Norden, auf der Gruther Road. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC 3. Einsatzwechsel gar nicht, Einsatz ist beendet. Und sie. Fahrwerk verbessert. Anscheinend ist er uns noch durch die Absperrung entwischt. Der ist bestimmt schon über alle Berge. So sieht's aus, schätze ich an. So, aber da ist noch so früh morgens, ich noch nicht richtig auf dem Damm bin und ich auch noch was zu tun hab, mache ich dann jetzt erstmal Schluss. Aber vielleicht gucke ich ja heute nochmal rein. Für euch geht's auf jeden Fall jetzt direkt weiter oder in der nächsten Folge. Das weiß ich wie immer nicht. Also bis dann. Halt die Wurst hoch. Ciao.